Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Stang und heute geht es um das Thema Bankkarten. Also Florian, wir haben ja das letzte Mal schon über das Girokonto gesprochen und heute erkläre ich dir ein bisschen was zu der Bankkarte, die dazugehört. Und was ist die Bankkarte? Also die Bankkarte sieht so aus und die kriegst du zum Girokonto mit dazu. Da gibt es zwei verschiedene Versionen, einmal die ohne PIN, das sind allerdings weniger Funktionen freigeschaltet und wie zum Beispiel, du kannst am Automaten Geld einzahlen, du kannst dir Kontoauszüge ausdrucken oder du kannst sie auch für das Online-Banking nutzen. Dann gibt es aber noch die Version mit PIN, da sind dann mehrere Funktionen freigeschalten. Da kannst du zum Beispiel dann zusätzlich noch am Geldautomaten Auszahlungen tätigen oder im Geschäft, zum Beispiel wenn du einkaufen gehst, mit der Karte bezahlen. Okay, das heißt dann, ich kann im Geschäft ganz normal mit der Karte bezahlen. Kann ich da auch kontaktlos bezahlen? Wie hoch dann? Gibt es eine Grenze? Ja, also das funktioniert ja über diese Geräte. Hast du bestimmt schon mal gesehen in den Geschäften. Und zwar hast du dann einmal die Möglichkeit, die unten einzustecken. Da müsstest du dann die PIN eingeben bei jeder Zahlung, die du bargeldlos leistest. Oder du kannst, wie du schon erwähnt hast, kontaktlos bezahlen. Indem du es einfach oben drauf hältst oder an die Seite, das ist je nach Gerät unterschiedlich. Und das ist dann bis 50 Euro musst du keine PIN eingeben und was über 50 Euro hinausgeht, da müsstest du deine PIN dann zusätzlich noch eingeben. Okay, und wenn ich die jetzt im Geschäft verliere oder vergesse oder ich merke, okay, ich habe sie nicht mehr, was soll ich dann tun? Also da kannst du dann einerseits mal die Sperrhotline mit der Nummer 116 116 anrufen. Die Nummer kannst du dir bestimmt leicht merken und die nehmen dann die Sperrung von der Karte für dich vor, dass keiner über das Geld, was du dir erarbeitet hast, verfügen kann. Oder du sagst uns als Bank Bescheid, wir sperren die natürlich dann auch für dich. Okay, und wenn ich die Bankkarte jetzt einfach so nutze am Automaten, welche Funktion kann ich da alles für mich nutzen? Die Funktionen, die erkläre ich dir gerne im Anschluss von unserem Gespräch. Wir können gerne zum Automaten hingehen. Also nun zeige ich dir, welche Funktionen du am Geldautomaten nutzen kannst. Zuerst zeige ich dir, wie du bei der Geldauszahlung einen anderen Betrag bzw. eine andere Stückelung wählen kannst als die vorgegebenen Beträge. Und zwar gehst du dafür auf Geld auszahlen wie normal, dann wirst du aufgefordert, deine Geheimzahl einzugeben und dann auf Scheinarten wählen. Dort kannst du durch Drücken der Plus-Taste der Scheine und Minus-Taste der Scheine auswählen, wie viele Scheine du von jeder Art haben möchtest. Und dann tust du das bestätigen und dann ist der Vorgang abgeschlossen, deine Karte kommt wieder aus dem Automaten und das Geld kommt natürlich auch raus. Nun zeige ich dir, wie du die Kontaktlos-Funktion aus- bzw. einschalten kannst. Wenn du deine Karte eingesteckt hast, wählst du die Kartenfunktionen aus, da die Kontaktlos-Funktion und wie du hier siehst, hast du sie eingeschaltet, deswegen könntest du sie nur deaktivieren. Wäre sie deaktiviert, könntest du sie hier einschalten. Zuletzt zeige ich dir, wie du dein Handy aufladen kannst, also Guthaben auf dein Handy laden kannst. Dazu wählst du auf dem Startbildschirm, nachdem du deine Karte eingesteckt hast, Handy aufladen aus und dann wirst du nach deinem Mobilfunkanbieter gefragt. Wenn du den ausgewählt hast, musst du nur noch deine Mobilfunknummer eingeben und dies dann bestätigen. Dann kannst du dein Handy damit aufladen. Das war es nun zum Thema Karten und im nächsten Video geht es um das Thema Sparkonten und Tagesgeldkonten.